Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, heute der zweite Teil vom Steinbruch. Und ja, nicht nur der Steinbruch, sondern noch ein paar Höhlen. Und in eine gehen wir gleich rein. Und ja, bis gleich. Leute, wir gehen jetzt rein in die Höhle. Man sieht nicht so viel mit der Taschenlampe. Aber ich hoffe, es reicht. Weil letztens hatte ich ja keine Taschenlampe, ich selber mit. Das sind so kleine Öffnungen. Da vorne. Die hängen wir dann noch genauer hin. Und ja, hier hat jemand Stiegen gebaut. Provisorische. Und da oben ist eine kleine Kammer. Da gehen wir aber jetzt nicht hin. Weil, ja, wer weiß, wie stabil die Steine sind. Ja, da ist die Mauer. Da sind keine Öffnungen. Hier ist halt die Mauer. Und ja, hier ist ein kleines ausgehöhltes Ding. Und ja, hier ist überall. Sind auch schon Fußspuren, weil natürlich sind da viele Leute drinnen gewesen schon. Und ja, ich schaue noch ein bisschen um dumm und ich nehme euch dann, also ich hole euch dann zurück, wenn spannende Sachen da sind. Also bis gleich. So, jetzt sind wir da bei so einem eingestürzten Eingang oder was das hier ist. Da ist die Decke schon runtergekommen und alles ist jetzt schön grün. Also ja, da sind auch schon viele Felsen runtergekommen. Da liegt ein Riesenfelsen und da mehrere kleine. Wenn es da hintere geht, wahrscheinlich. Ah, da geht es da zu der einen kleinen Kammer, da wo die Stiegen sind. Und ja, wir gehen jetzt mal da hinten hin. Taschenlampe kann ich eigentlich dabei ausschalten. Da haben wir eine Lichtquelle, eine große. Und ja, da sind halt überall so Sachen. Und hier ist genauso eine Felswand wie vorne, nur den viel größer. Und ja, gehen da mal weiter vor und schauen, was da alles so in Decken gibt. Jetzt muss ich wieder die Taschenlampe einschalten. Da geht es schon wieder dunkel weiter. Hier ist eine Lagerfeuerstelle und aus dem Grund ist auch oben alles schwarz. Und ja, da ist auch wieder keine kleine, sondern eine große Kammer. So. Da oben ist ein Loch mit einem Holzbalken, Holz, sagen wir einfach Holz. Und ja, also wir sehen uns dann wieder, wenn ich wo bin, also bis gleich. Leute, hier nochmal in der großen Höhle bei der Natur. Das habe ich übersehen, aber sozusagen habe ich dann noch im letzten Augenblick gefunden. Und das ist so eine kleine Ausbuchtung. Über mir ist gerade ein großer Felsen, der hoffentlich nicht runterkommt. Und ja, das sind halt kleinere Felsen. Und da geht es irgendwo hin weiter. Wohin, weiß ich nicht. Aber wollte ich euch mal gezeigt haben. Und jetzt wirklich hole ich euch zurück, wenn was richtig Spannendes ist. Also bis dann. So Leute. Hier der letzte Teil der Höhle. Da vorne ist schon der Ausgang. Und ja, hier ist genauso eine Steinmauer wie vorne. Und da oben haben sie ein Gitter hingemacht. Das sehen wir jetzt nicht, aber da sind Gitter. Damit man nicht reinfällt oder sowas. Und ja.
Wir gehen jetzt mal da hinten hin. Und ja, das ist riesig. Also da ist ein kleiner Torbogen und alles. Das ist halt riesig. Und ja. Die Decke hier auch schwarz. Und ja. Da hat irgendjemand das reingezeichnet. Es ist natürlich nicht original, ist ja klar. Aber irgendjemand hat da Höhlenmalereien nachgebildet. Und natürlich haben die das gelassen, die Besitzer. Weil das schaut ja auch prinzipiell schön aus. Und ja. Wir gehen jetzt mal wieder weiter vor, wo der Ausgang ist. Und schauen, wie es weitergeht. Also, ja. Und jetzt brauche ich hier keine Taschenlampe mehr, weil es hell ist. Und ja, ich meine, hier hat jemand was fürs Feuer vorbereitet, Holz drauf und einen schönen Sitzkreis aus Steinen gebaut. Und hier sind die zwei Bogen. Also bis nachher. So Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, dann muss ich nur noch sagen, bis dann, bleibt da und ciao, ciao.